Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin heute mal wieder losgefahren, eine etwas weitere Spur hier zum David nach Steinfeld. Ja, weil ich echt Bock habe, ein paar dicke Saiblinge nochmal zu fangen. Und da seid ihr hier definitiv an der absolut richtigen Adresse. Ja, und ob mir das gelungen ist, ja, und was der Tag noch so gebracht hat, Leute, ja, seid gespannt, bis gleich am Wasser. Ja, ein Schnurschwimmer oder ein Biss? Scheint nach ein Biss zu sein. Ja, hier könnten wir ein Biss haben jetzt, Leute. Ganz vorsichtig. Mal einen Moment warten. Naja, da ist noch was dran. Aber zieht nicht ab, nicht dass es Scheißstör ist. Gar nichts. Ist doch nicht. Oh, da haben wir einen Biss. Da haben wir einen Biss auf geschleppten Tauwurm. Mal gucken. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So, bis auf geschleppten Tauwurm. Ja, mal gucken, ob wir jetzt zum Zielfisch kommen. Lassen wir noch mal einen Moment gehen. Und klebt. Jawohl, da ist der Zielfisch. Da ist er dran. Gucken, ob wir ihn landen. Ne? Ja, erste Mal Tauwurm geschleppt, Leute. Erster Wurf. Zielfisch. Mega. Jo, da haben wir ihn. Eingetütet. Boom. Oh, und was für ein geiler. Leute, was für ein geiler Fisch. Leute, mega Fisch.
Mega Fisch, mega Fisch. Schöne 2 Kilo Saibling. Hammer. Oh, da haben wir einen Biss. Da haben wir einen Biss. Oder schon wieder losgelassen? Nee, nee, da haben wir noch. Leute, geschleppter Tauwurm, das ist der Köder gerade. Schöner Biss. Gucken wir mal, ob wir den kriegen. Und klebt. Jo, da haben wir den next one. Wieder eine schöne. Oh, ich glaube, ich bin bei dir in der Schnur. Das ist eine normale, glaube ich, oder? Ja. Aber auch schöner Fisch. Ein Gedicht an so weichem Geschirr, Leute. Ein Gedicht. Glaubt das nicht. Noch keine Lust. Nee, nee. Ja, ist gar nicht so schlimm vertüddelt. Einmal nur einmal durch. Herrlich, herrlich, herrlich. Junge, die hat aber keinen Bock, du. Himmel, die Berge. Jetzt aber, komm, Baby. Jawohl, da haben wir sie. Thank you.
Oh, da haben wir einen Biss. Auch wieder ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Da ist er aber noch. Ganz, ganz vorsichtig. Oh je. Aber er ahnt, habe ich ihn. Und erstmal aufessen lassen. Auch wieder hier vorne vor der Kante. Ja, jetzt zieht er ab. Mal gucken. Jo. Und da haben wir. Da haben wir einen Kandidaten. Und wieder Tauwurm geschleppt, Leute. Jupp. Oh, wieder ein geiler Zierfisch. Nicht ganz so groß, aber richtig geil. Ja, vielleicht haben wir jetzt mal ein Biss hier. Jo, da klebt endlich mal eine. Jo, da haben wir. Sehr schön. Jo, da haben wir eine. So, da haben wir einen Biss. Da haben wir einen Biss. Ja. Ja. Ja, Leute, da haben wir endlich mal einen Biss. Einen aufgeschleppten Tauwurm. Jo, klickt. Gucken, ob wir einen Zielfisch haben. Oh, ja. Yeah. Das ist ein schöner. Das ist ein richtig schöner. Ja, sieht mir nach einem Seitling aus. Ja. Das wäre Zielfisch. Nein, der normale. Egal. Na. So, da haben wir dich. Oh Gott, hart erkämpft. Hart erkämpft. Ja Leute, eine schöne anderthalber. Auch wieder nur ganz vorne, seht ihr das?
obwohl ich lange hab schlucken lassen. Bis. Oh, da klebt einer. Jo. Und ein richtig schöner sogar. Ja, das war mir klar. Lümmel. So, jetzt. Da haben wir dich verhaftet. Oh, ein richtig geiler Saibling, Leute. Was für ein geiles Vieh, Leute. Auf Kroko in Gold. Mit Erdbeer. Den hat er sich schmecken lassen. Meister Kroko. Da schwimmt er sogar noch. Ja, Leute, das ist der Kandidat hier, Kroko in Gold. Schön 2 Kilo Saibling, Hammer. Jo! Jo! Da haben wir noch einen. Schön, Leute, schön. 30 cm vom Rand. Beim Reinholen. Auf Kroko, Leute. Jo, da ist er. Kroko schwarz. Mega. Ja, Leute, schaut mal. Wieder ein geiler Saibling, ne? Der Kroko, der macht's gerade. Zweite Fisch hintereinander. Diesmal in schwarz, Leute. Geil. Ja, Leute. So, das war's jetzt hier. Mein kleiner Ausflug nach Steinfeld. Hat sich für mich wieder mega gelohnt. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich fahre jetzt heim. Ja, morgen ist Geburtstag angesagt. Insofern, ja, hoffe ich, dass euch das Video hier gefallen hat. Aus Steinfeld, ja, wenn ihr mal richtig Bock habt auf so geile Fische, Leute, ich kann euch nur empfehlen, fahrt ihr hin. Das lohnt sich immer, beim David vorbeizuschauen. Der hat immer tolle und geile Fische hier am Start, Leute. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, ja, ein Like, lasst ein Abo da. Denn meine YouTube-Videos bleiben definitiv werbefrei und ich würde mich freuen, wenn ihr das honoriert. In dem Sinne, Leute, bleibt gesund, habt Spaß am Wasser und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, macht's gut.